Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwetter-Sektion der Formationstrader am Mittwoch, dem 4. März 2015 und der Blick auf den Future DAX wohlgemerkt. Gestern haben wir nämlich miteinander darüber gesprochen, wir sind hier in einem Trendkanal und innerhalb dieses Trendkanals laufen wir in einem sehr engen und enge Kanäle sehr bullischen Kanal und selbst wenn wir hier diesen Kanal bullisch auflösen sollten, dann haben wir immer noch Widerstand mit dieser flach verlaufenden Trendkanalbewegung und dass wir hier schon im Bereich von größeren Widerstandszonen angekommen sind und der Markt durchaus hier ein Pullback machen kann und dass die Wahrscheinlichkeit dann groß ist, dass das nicht nur meine Meinung ist, sondern dass es das auch wirklich passiert, wenn wir unter diese, jetzt schauen wir auf den DAX selbst, aufsteigende Trendlinie unter die 11.300 fallen, dann wäre das Ziel in etwa bei 11.150 Punkte. Das haben wir noch nicht ganz abgearbeitet. Wir haben 11.193 Punkte gemacht. Das heißt, wir sind zumindest, was unser Ziel angeht, noch nicht ganz angekommen. Ob der Markt dahin kommen wird oder nicht, kann ich Ihnen nicht definitiv sagen. Durchaus vielleicht ein Pullback und nochmal hier in diese Richtung erscheint möglich. Dann aber deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass von dieser Zone 11.150, 11.100 wieder eine Gegenbewegung stattfindet. Wenn das nicht stattfindet, dann ist der Markt trotzdem nicht bärisch. Dann ist 11.050 und 11.000 horizontal 200-Stunden-Linie und hier in diesem Bereich ist auch die 20-Tage-Linie immer noch eine Unterstützungszone und dann wieder eine Gegenbewegung wahrscheinlicher. Also entweder von hier Gegenbewegung wahrscheinlicher oder von hier Gegenbewegung aktuell wahrscheinlicher. Jetzt ist die Frage, die Sie sich wahrscheinlich stellen, ja, bis wohin geht er denn? Macht er höheres Hoch? Ist das jetzt ein Pullback, was man nutzen kann, um jetzt wieder reinzugehen? Wird er in Richtung 11.800 dann laufen? Oder läuft er nur bis hier oben hin, 11.350, 11.400 und dann wird er abverkauft? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob das andere beantworten können. Ich kann es nicht tun. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, von dieser Unterstützungszone 11.100, 11.050, wenn er über die kleinere Zeiteinheit eine Trendumkehr anbietet, ist das interessant, das hochzutraden. Für 250, vielleicht 300 Punkte, vielleicht auch an die 11.500 heran. Das wäre aber kurzfristig. Hier muss man anfangen, seinen Stop-Loss anzupassen und da muss man gucken, geht der Markt dann da wirklich durch? Macht er höhere Hochs oder nicht? Ob er das macht oder nicht, weiß ich nicht. Und wenn er das höhere Hoch macht, macht er nur das leicht höhere Hoch und bildet dann hier einen Keil? Oder macht er nur das gleiche Hoch und macht dann hier eine Art Doppeltop, verzeihen Sie bitte? Auch das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, wenn der Markt irgendwann mal, zum Beispiel Gegenbewegung, wieder hierhin und dann diese Unterstützungszone bärisch auflöst, dann haben wir Potenzial in Richtung 11.700 zu fallen. Dann ist wieder die nächste Unterstützungszone, die nächste größere Unterstützungszone. Das heißt, alles, was man hier beim Index traden kann, ist nach meinem Dafürhalten mit einer guten Wahrscheinlichkeit von dieser Zone bei einer gegebenen Trendumkehr, zum Beispiel bei den 10-Minuten-Chart, in Richtung 11.400, in Richtung, das kann 50 Punkte tiefer sein, das kann 50, 100, 200 Punkte höher sein. Das wissen wir nicht. Und auch wenn Sie sagen, ja, dann brauche ich auch dein Video nicht zu schauen, erlauben Sie mir dann nur eine Bemerkung. Es gibt genügend Analysen im Netz, die dann gesagt haben, also hier ist das Ziel erreicht und dann wird jetzt die 10.000 kommen. Ich habe immer wieder gesagt, ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Diese Wahrscheinlichkeit ist größer. Und ich halte das auch für die hilfreiche Art für einen Trader, als dass man sagt, so, das ist jetzt, das Ziel ist erreicht. Wir können den Markt nicht kontrollieren. Wir wissen nie, was als nächstes passiert. Und hier diese Unterstützung, dahin traden, 10-Minuten-Chart, Stunden-Chart, sehr interessant. Swing-Trader, Positionstrader, gibt gerade hier kein Setup. Gestern habe ich Ihnen gesagt, indexkorrelierte Aktien sollte man nach unserem Dafürhalten nicht kaufen. Aktien, die aber keine starke Indexkorrelation haben, die können nach wie vor sehr interessant sein und diese Analyse hat nicht gestimmt. Denn was ich Ihnen gezeigt hatte, war Wacker Neuson und Wacker Neuson wird abverkauft. Zwar ohne Volumen, allerdings auch mit dem Gesamtmarkt kommt Wacker Neuson zurück. Wir haben hier immer noch über die Woche und über den Monat ein sehr bullisches Gesamtbild und haben Potenzial hier immer noch
hier oben hinzulaufen in Richtung des Allzeithochs. Größere Wahrscheinlichkeit, nur der Einstieg, den wir hier gewählt hatten, war jetzt nicht glücklich. Wir sind ungefähr 200 Punkte tiefer. Kein guter Einstieg. Der Ausstieg entscheidet ja darüber, wie ein Trade verläuft. Ähnlich auch muss man sagen bei SAF Holland. Auch hier keinen optimalen Einstieg gefunden. Unsere Nasdaq-Position wurde mit einem sehr schönen Gewinn, ich habe es noch gar nicht ausgerechnet, was es gewesen ist am Ende, das müssen ungefähr 4-5% sein, wurde gestern ausgestoppt, denn der Markt hatte den Ausbruch gemacht, da hatte konsolidiert, war ausgebrochen, wir haben unser Stop-Loss angepasst, der macht das tiefere Tief und kommt wieder zurück. Okay, kommt wieder zurück, kann auch weiterlaufen, macht nichts. Wir haben jetzt einen schönen Gewinn hier mitgenommen und sind ausgestoppt worden. Grundsätzlich fast alle Nebenwerte sind gestern auch deutlich unter Druck gekommen. Das heißt, es wurde durch die Bank Gewinnmitnahmen gemacht, bis auf kleine Ausnahmen. So gehört zum Beispiel die Software AG, denn die Software AG hat mit Zahlen und mit Volumen und einer Lücke. Hier ist der Schlusskurs, hier ist der Eröffnungskurs, den Widerstand bei 25 gebrochen. Damit ist jetzt die 25er Zone 24,92 eine potenzielle Unterstützung, konsolidiert und vor allen Dingen auch diese große Kerze mit einer großen Lücke bullisch aufgelöst und hat jetzt hier Potenzial, eine Fortsetzung zu machen. Allerdings ist das hier auch von der 25 kurzfristiger zu traden, weil wir nämlich in Richtung bei 26, 56 in Richtung der 200-Wochen-Linie laufen. Das wäre so die nächste Widerstandszone. Jetzt haben wir sehr ausführlich über den DAX gesprochen gehabt. Heute habe ich nur für Sie SOW. Damit will ich es auch bewenden lassen, ist ein bisschen später geworden. Morgen können wir dann wieder auf mehr Einzelwerte schauen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, nachher ist Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Heute Abend haben wir die Rohstofftagesausgabe für Sie. Und selbstverständlich gibt es heute Abend auch wieder eine Forex-Ausgabe. Sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Mein Name ist Hamed Essen Ashari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.